Ja? Tarisch. Gut, schon gemacht, danke schön. Shalom Aleichem, guten Morgen allerseits. Guten Morgen. Heute reden wir über ein wichtiges Thema. Dieses Thema heißt Simche, Simcha. Simcha Torah, Simcha Chaim. Simcha heißt Freude, Freilach. Der Rebbe hat geheißen, Freilach sein, Freilach soll man sein. Der Rebbe hat geheißen, Freilach sein, Freilach soll man sein. Der Rebbe hat geheißen, Freilach sein, Freilach sein, Freilach sein. Freilach bedeutet, dass der Mensch hat Liebe, hat Lust, hat Freude am Leben. Dass der Mensch lebt gerne. Zu sein Freilach, es kommt nicht von alleine. Man muss arbeiten an sich, Freilach zu sein. Von Natur, der Mensch ist depressiv. Das ist der normale Mensch. Weil der Mensch kommt von der Erde, er will gar nicht machen. Menschen glauben, weil es mir geht gut, darum bin ich Freilach. Sagt die Teure, nein, weil du Freilach bist, geht dir gut. Verstanden? Menschen glauben, es wird mir gut sein und dann werde ich sein Freilach. Kommt die Teure und die sagt, nein, wirst du sein Freilach, es wird dir gut sein. Ja. Manchmal sieht man Menschen jung, gesund, reich und depressiv. Es war einmal ein Sänger, der hat viel, viel Geld, Millionär. Und er hat sein Leben getötet, er ist gestorben, Selbstmord, geschossen in den Kopf. Und er hat geschrieben, einen Zettel, ich habe alles gehabt, aber gar nicht gehabt. Ich hatte alles am Leben, aber ich hatte nichts am Leben. Das heißt, wenn ein Mensch hat in seinem Leben Freude am Leben, hat er alles. Das heißt, nicht weil es dir gut geht, du bist Freilach. Weil du bist Freilach, geht es dir gut. Und wir werden heute lernen, wie kommt man zu arbeiten auf sich, Freilach zu sein. Steht geschrieben, Ki besimcho teitzeyun. Wenn ein Mensch ist Freilach, er schafft, herauszukriechen von allen Problemen. Er hat Kraft, Mut, gesund, er schafft schneller die Sachen zu bearbeiten. Wenn ein Mensch ist Freilach, hat er liebt das Leben, hat er liebt das Leben, er lebt gerne. Und ein Mensch kann reden Sachen von Simche, er kann denken Sachen von Simche und er kann auch tun Sachen von Simche. Das liegt in unseren Händen. Ein Mensch kann denken, zu machen Sachen, was macht ein Freilach? Hörst du Musik? Sehr gut. Lest du ein Buch? Sehr gut. Redest du positive Wörter? Simche. Denkst du gute Gedanken? Simche. Das heißt, die erste Sache, ein Mensch muss eine Maske, eine Kleider anziehen von Freude. Er muss denken mit Simche. Er muss reden mit Simche. Er muss handeln mit Simche. Du wirst sagen, ja, aber der hat keinen Grund, Freilach zu sein. Niemand braucht den Grund. Man muss Freilach sein. Du wirst die Gründe haben. Weil wir haben genug gute Sachen, wo der Rebischter gibt uns, um zu sein Freilach. Gut. Ein Mensch muss nicht zu viel denken. Weil wenn ein Mensch hat Zeit, sein Kopf wird verrückt. Er wird meschuge. Er denkt die ganze Zeit, asoi oder asoi. Man erzählt jüdische Anekdote. Einmal in Amerika, es gibt einen großen Chassid, einen großen Rebbe, der hat so einen langen Bart. Ein Tag trifft er meinen Mann, sagt der Rebbe, ich habe eine Frage. Wenn Sie schlafen bei Nacht, ist Ihre Bart unter die Decke oder über die Decke? Was machst du mit deinem Bart, wenn du schläfst? Bedeckst du den Bart oder der Bart ist oben?
Der Rebbe hat gesagt, ich habe darüber noch nie gedacht. Bei Nacht geht der Rabbiner schlafen. Und was macht er die ganze Zeit? Er probiert, ob er schläft mit dem Decke, mit dem Bart oder ohne Bart. Versteht ihr? Ihr lacht jetzt, aber Menschen machen dieselben Probleme mit sich selbst, wenn sie die ganze Zeit zu viel denken. Ein Mensch braucht die ganze Zeit Beschäftigung. Er muss die ganze Zeit haben, etwas zu tun. Wenn ein Mensch tut gar nicht, was passiert mit ihm? Er kommt zu dummen Gedanken und später kommt er zu Langeweile und später kommt er zu verrückt zu sein, Wahnsinn. In die alten Zeiten, wo die Menschen waren sehr beschäftigt auf ihre Existenz, sie haben von morgen bis abend gearbeitet, gehorcht. Sie haben nicht Zeit gehabt, zu denken über Zorres, über Probleme. Das Leben war an sich so schwierig, das hat man nicht gesucht, Schwierigkeiten am Leben. Es war schwierig zu leben. Heute das Leben ist leicht. Und was macht der Mensch? Anstatt zu sitzen und zu genießen und zu bedanken und sagen, Ribbono shel Olam, adank dir. Es geht mir so gut, ich habe was zu essen, was zu kleiden. Meine Augen funktionieren, meine Ohren funktionieren. Wenn ich schmecke, ich kann schmecken süß und sauer und salzig. Und wenn ich gehe in die Toilette, mein Körper funktioniert. Alles ist wunderbar. Der Mensch soll die ganze Zeit fröhlich sein, zufrieden sein. Aber der Mensch, anstatt zu danken, anstatt fröhlich zu sein, oh, schwer, oh, bin ich alt, oh, bin ich krank, oh, meine Kinder, kommt die Teure und die sagt, weißt du, warum geht dir nicht gut? Weil du bist nicht fröhlich. Wenn du willst sein fröhlich, es wird dir gut gehen. Nicht, wenn es dir gut geht, wirst du sein fröhlich. Und so wie es steht geschrieben, wenn ein Mensch will wissen, warum passiert ihm so viele Sachen, sagt die Teure, Tachas asher lo yovadet, oz Hashem Elokecho besimcho. Weil du hast nicht gedient, dein Ewiger, dein Gott, mit Freude, merov kol. Du hast zu viel gehabt, alles. Du hast zu viel gehabt und gar nicht gehabt. Keine Freude. Interessant. Steht geschrieben in Talmud, in Chagigah, dass jeden Mensch muss jeden Feiertag pilgern gehen nach Jerusalem. Aber nicht alle. Wenn einer ist zu krank, muss er nicht gehen. Wenn einer ist zu klein, kann ich gehen alleine, nur mit dem Wegele, geht nicht. Wenn einer ist blind, muss er nicht gehen. Wenn einer ist Meschuge, muss er nicht gehen. Fragt der Talmud, was bedeutet Meschuge? Wie erkennt man Scheute? Wie erkennt man am Meschugener? Sagt der Talmud, wenn einer geht bei Nacht alleine spazieren in den Friedhof, am Meschugener. Wenn einer zerrisst seine Kleider oder geht ohne Kleider, am Meschugener. Wenn einer verliert alles, was man gibt ihm, verliert. Am Meschugener. Jetzt, Gott gibt uns jeden Tag Zeit. Was macht der Mensch mit der Zeit? Verliert. Verschwendet. Tut gar nicht. Gar nicht tun heißt Meschugener. Weil man wird Meschuge von so viel Denken. Der Kopf ist wie ein Fluss. Jede Minute Gedanke, Gedanke, Gedanke. Was kann der Mensch machen? Er muss sich ablenken, nicht die ganze Zeit denken, so viel. Er muss einfach sich beschäftigen. Das, was ihr macht, ihr kommt hier zu spielen, zu reden, zu diskutieren, zu hören eine Lektion, autogenes Training, Ergotherapie, Klangschale, diese alle gute Sachen, die sind sehr, sehr gut. Warum? Weil das ist eine Ablenkung, das ist eine
Beschäftigung, wo der Mensch nicht die ganze Zeit denkt über die Sachen, die ihm Sorgen machen. Weil was machen die Sorgen? Die Sorgen sind wie Tropfen, die fressen den Kopf. Ein Mensch manchmal denkt so viel, er denkt bald, sein Kopf wird platzen. Dein Kopf platzt, geh spazieren. Guck, was eine schöne Welt Gott hat gemacht mit Beimalach und Sterne und Sonne und Menschen. Geh rein, okay. Jetzt. Wenn ein Mensch hat Freude, was macht er die ganze Zeit? Er ist ein besserer Mensch. Menschen, die freilich sind, die sind bessere Menschen. Es schenkt der Mensch Flügel hinter seinen Arm. Er geht leichter an sein Leben. Ich gebe ein Beispiel. Was passiert, wenn zwei Leute boxen, streiten? Weißt du, es gibt so einen Kampf. Jeder schlägt dem anderen. Eine ist 100 Kilo. Und eine ist 80. Der 100 Kilo, der Starke, ist Depression. Und der 80 Kilo ist fröhlich. Meine Frage, wenn beide miteinander kämpfen, streiten, wer wird gewinnen? 100 Kilo oder 80 Kilo? 80 Kilo, interessant. Hey, ihr habt gut verstanden. Warum 80 Kilo? Weil es ist unwichtig, wie viel Kraft hast du. Es ist wichtig, wie viel Kraft nutzt du. Ein Mensch hat genug Kraft. Die Frage ist, ob er will nutzen, diesen Koyach, diese Freilichkeit, diese Motivation in sein Leben. Interessant, wenn ein Mensch verschwendet seine Zeit, ist er Meschuge. Gott hat dir gegeben, so schöne Matone, Zeit, Leben. Leben ist nur gutes Leben, wenn ein Mensch ist freilich. Ja, aber warum soll ich freilich sein? Wenn du bist nicht freilich, was machst du? Kein Leben. Du sitzt wie ein Glomp, wie ein Stuhl und das Leben geht vorbei. Und was hast du von dem Leben? Was hast du in deinem Leben etwas erlebt, genossen, Freude gehabt? Okay. Ihr versteht, was ich sage? Ja. Versteht ihr? Gut. Sag ihr, erklär ihr ein bisschen. Ich bringe Wasser. Такой пассивный, он плохо живет, он сам себя уничтожает, потому что ему в голову лезут разные плохие мысли, и от этого он сходит почти что с ума. Да. Так лучше быть активным, веселым и работать, и принимать участие вокруг себя в активной жизни. А что насчет бороды? Это он пример такой дал, что один человек, значит, один рэбе имел очень длинную бороду. А второй говорит, когда ты ложишься спать, ты ложишь одеяло на бороду или ты бороду на одеяло ложишь? И вот это он думает, он уже не спал, этот рэбе, и думал, как у него получается во сне, борода сверху или снизу? А ну, тут учесть этого нельзя, никакого правила нет. Как получается, так получается. Ja. Stellt sich die Frage, warum es ist gut, freilich zu sein. Ich habe gefunden drei Gründe, warum es ist wichtig, freilich zu sein. Nummer eins, wenn ein Mensch ist freilich, dient er Gott schöner und besser. Wenn ein Mensch ist traurig und er segnet Gott, er geht davon, und er macht nicht die Sache mit Freude. Ein Tag sage ich einem von meinen Kindern, kannst du bitte zum Papa bringen ein Glas Saft?
Mein Kind war irgendwie so ein bisschen schlecht gelaunt. Er kommt zu mir und er gibt mir so seriös. Ich sage, nimm dem Glas, leg zurück in die Küche. Sagt er, warum? Sag ich, will ich nicht. Macht mir keine Freude. Weißt du, wann macht mir Freude etwas? Wenn du das mit Freude tust. Genauso der Rebischter. Wenn wir etwas tun, legen vielen, essen Matzes, lernen Torah, weil wir müssen, es ist nicht gut. Es ist nichts bringen. Es wird wie ein Opfer. Wie geht's dir? Man muss. Wie macht man die Sache? Man muss. Aber wenn ein Mensch macht die Sache mit Freude, er macht das gerne, er macht das perfekt, er macht das prächtig, er macht das vollkommen, er macht das mit allen Einzelheiten. Wenn jemand macht etwas mit Simche, mit Freude, macht er das schön. Eine Mutter, die Freilach ist, sie wird tauschen den Pamper von ihrem Kind mit einem Gesang. Sie wird schön sauber machen. Sie wird schmieren ein bisschen Creme. Sie wird machen Kutschile, Mutschile und wird dem Kitzeln auf dem Bauch. Alle werden besser, schöner machen. Aber wenn die Mutter ist depressiv, der Kind wird sitzen in seinem Pamper und die Mama wird sagen, ja, nicht jetzt, noch eine Stunde. Nein, nicht zwei Stunden. Ein guter Pamper kann bleiben lang. Und die Mama sagt, oh, hast du Lust zu tauschen den Pamper? Jemand? Und dann kommt sie zum Kind, ah, oh, wieder gemacht. Hallo, ist dein Kind, ist eine Matone, ist ein Geschenk. In dem Moment, wo du machst die Sachen mit Freilichkeit, mit Freude, machst du die Sachen vollständig, gut. Du machst eine schöne Tischdecke, du machst alles perfekt. Das ist der erste Grund, warum es ist wichtig, Freilich zu sein. Nummer zwei. Wenn Menschen sind Freilich, die sind besser und netter und angenehmer und anständiger zu anderen Leuten. Wenn einer dem Mann sagt dem anderen Guten Morgen und der andere sagt Guten Morgen. Schon der Tag hat begonnen, dunkel, neblig. Aber wenn du sagst jemandem Sonnige Guten Morgen und er sagt dir Guten Morgen, ein gutes Jahr, er ist Freilich, das macht zwischen Menschen ein gutes Leben. Simche schenkt zwischen Menschen Feuchtigkeit, Öl, gute Energie, Flexibilität, angenehm. Die Menschen sind nicht so verkrampft und die sind bereit, einer zu dem anderen besser zu tun. Wir sehen ein Beispiel. Normaler Mensch ist er sparsam und geizig. Stimmt? Ein Mensch behält das, was er hat, für sich. Plötzlich macht er eine Simche. Seine Tochter hat geheiratet. Was macht er bei der Simche? Essen. Für wem? Für alle. Was legt er auf den Tisch? Getränke. Was kriegen die Leute? Musik. Was gibt er den Leuten? Teure Whisky zu trinken. Und er fragt jeder, hast du gut gegessen? Hast du gut getrunken? Bist geworden als ein guter Mensch? Du verteilst jedem Mensch Whisky? Du gibst jedem Mensch was zu essen? Nein. Normalerweise mache ich das nicht. Aber jetzt habe ich eine Simche. Bei Simche gehen die Grenzen weg. Der Mensch macht bei einer Simche mehr wie seine Grenze. Er freut sich, dem anderen zu tun. Verstanden? Yeah. Also wenn ein Mensch ist freilich, er kümmert sich, dass andere Leute sollen davon auch was haben. Und говорит, что человек должен быть активно веселым. Не просто принуждать себя, а от души веселым. Тогда эта активность переходит всем остальным, и другие тоже радуются этому. К тому же он дает пример. Если у человека свадьба, он, значит, угощает их хорошей пищей, хорошим вином, музыка играет, значит, он от всей души эту радость приносит людям, и люди тоже этому радуются. Значит, если человек дает радость, она возвращается к нему, такая же активная, такая же хорошая. А если человек сумрачный, неприветливый, не
приветствует, там, доброе утро, он еле-еле сквозь зубы скажет, там, доброе утро. Если он спрашивает, как твое здоровье, он не интересуется этим здоровьем, он просто так ляпает, чтобы... так это никакой радости не предоставляет. Человек должен, Бог создал человека для того, чтобы он был веселым, активным и радовался, и вокруг него так же само будет радоваться весь мир. Also, wir haben schon zwei Gründe, warum Freilach zu sein. Eins, man dient Gott vollkommen, vollständig und professionell. Zweitens, zwischen Menschen, wenn ein Mensch ist Freilach, es ist wie, es klebt sich. Die Menschen sind miteinander warm, angenehmer, locker. Jetzt kommt der dritte Grund, warum es ist wichtig, Freilach zu sein. Wenn ein Mensch ist Freilach, er braucht nicht so schwer zu arbeiten, weil er ist kreativ. Wenn ein Mensch ist freilach, sein Kopf ist groß. Er denkt anders. Er muss nicht so schwer arbeiten und so viel anstrengen an das, was er tut. Er kann ansteckend mit seiner Simche, mit seiner Freude, mit seiner Begeisterung andere Leute, und anstatt zu kaufen eine Sklave mit deinem Geld, kannst du kaufen Freunde mit deinen Wörtern. Was denken heute die Leute? Besser zu kaufen einen Diener mit meinem Geld. Ja, aber der Diener ist auch nicht mit Freude. Der Diener will auch nach Hause gehen. Du kannst nicht mit Geld Freunde kaufen, aber mit deinem Mund, mit Freude, mit Simche, mit Geschmack und süßen Wörtern, dass man sagt, andere Menschen, sie werden von alleine fragen, kann ich sie helfen? Kann ich etwas auch mit tun? Kann ich etwas beitragen, mitwirken und tun? Verstanden? Ja. Also wenn ein Mensch tut die Sachen mit Freude, er wird anstecken, er muss nicht sagen, die Kinder, jetzt organisieren Schabbestisch. Wenn sie sehen, dass Mama und Papa machen Musik und zusammen machen den Tisch und tanzen, kommen von den Kindern alleine aktiv zu werden. Es ist unglaublich. Manchmal meine Kinder oder Enkelkinder sind im Zimmer, spielen mit ihren Brüdern. Ja? Ich gehe, ich mache Musik, irgendein Lied. In einer Sekunde, alle sind bei mir. Warum? Weil Simche, Freude, ist wie Magnet. Der Mensch sucht Menschen, Plätze, Sachen mit Freilichkeit. Darum gibt es heute sehr viel Komödie, Witzen. Aber wenn ein Mensch ist sehr, sehr traurig, er wird auch nicht lachen, weil sein Kopf versteht nicht mehr den Witz. Ich werde schließen mit einer Geschichte in Talmud, dass einmal hat man gefragt, wer ist Ben Olam Abba, wer ist ein zu ein zukünftiger Mensch von anderer Welt, hat man gesagt, die zwei Brüder, die machen Witze. Es waren zwei Menschen, die sind gegangen auf den Market, und wenn sie haben gesehen, ein Mensch, der nicht freilach, was ist passiert, was ist mit dir los, sie haben versucht, die Menschen so zu animieren. Es liegt an uns, wenn wir sehen oder spüren, jemand, der nicht freilach, nicht warten. Weil wenn du wartest zu lang, später wirst du ihm nicht mehr retten. Bei dem ersten Signal, wo du siehst, eine nicht freilach, frag, bist in Ordnung? Du siehst auch sehr nachdenklich, bekümmerst, bisschen wolkig. Dein Gesicht ist nicht so wie gestern und vorgestern. Und wenn man fragt rechtzeitig, kann man dem anderen noch ein bisschen erquicken, ermuntern, motivieren. Autosuggestie wird er geben. Später, wenn er ist schon gefallen, schon zu schwer, ihn zu schleppen. Unsere Aufgabe ist, an die erste Stelle freilach zu sein, zu achten auf unseren Kopf, was wir denken, zu achten auf unsere Wörter, zu reden, gute Nachrichten, nicht die ganze Zeit Zorres, Probleme. Oh, der ist krank und der ist... Was willst du? Erzähl gute Sachen, gute Nachrichten. Bei ihm ist geboren ein Kind.
bei der hat geheiratet, erzähl gute Sachen. Wir haben jetzt Freunde, wo der Sohn hat sich verlobt. Gut. Kurz nach der Verlobung haben die Älteren gesessen und der Junge hat gesagt, er will leben nicht in Israel, er will leben in Italien. Sagen die Familie von der Frau, nein, unsere Tochter wird leben nur in Israel und nur neben uns. Hin, her, Stress. Die Diskussion war so hart, dass sie haben annulliert den Kontakt, also keine Hochzeit. Und die Älteren von den Jungen waren nicht depressiv. Sie waren freilich. Und die Älteren von den Mädels waren sehr traurig. Einen Monat später, der Junge hat sich noch einmal verlobt. Auf andere. Und die Mädel wartet. Was sehen wir von der Geschichte? Es ist dieselbe Geschichte passiert. Zu schneiden eine Verlobung für beide Seiten ist Depression. Aber wenn einer sagt, liegt nicht in meine Hände. Unsere Kind, wir leben im Ausland. Was soll ich machen? Willst nicht? Sei gesund. Was soll ich machen? Liegt nicht in meine Hände. Wir müssen lernen zu akzeptieren, das, was die Ribbono shel Olam für uns gestellt. Und für irgendetwas, es ist Gutes. Es ist besser, dass sie haben noch nicht geheiratet, als zu heiraten und später Probleme. Und der war freilich, hat gleich geheiratet. Und die gefallen, Gott soll sie helfen, soll sie zuerst freilich sein. Und nachdem, wenn sie ist freilich, Gott soll sie schnell geben, einen anderen Mann.